Jens Eckert, Hermann Reulicke, Westernhaus TV, heute wieder live von der Landesmeisterschaft der EWU 2015 hier aus dem sonnigen Elze, gefühlte Temperaturen wie auf Mallorca. Und eben gerade fand hier die Westernhaus-Mitschip der Leistungsklasse 1B statt. Und hier in der Boxengasse herrschte reges Reiben. Alle Pferde werden abgesattelt und versorgt. Wir gehen einfach mal durch. Hier ist das Pferd übrigens eine Granate. Das ist KisCat Deluxe. Eigner ist Lea Finja Jakobs, die eben gerade den ersten Platz damit gemacht hat. Lea, die möchte übrigens auch nicht interviewt werden. Sie sehen, wie busy die ist. Sie warten noch auf Tom. Welcher Tom? Und sie sehen reges Treiben. Was wären diese Reiter nicht ohne die Eltern? Ha? Die Eltern. Hier, gleich mal her. Dirk Jakobs. Schönen guten Tag. Seines Zeichen auch zweiter Vorstand des Landesverbandes der EWU. Dirk. Jens, was kann ich für dich tun? Ich frage dich. Mach das. Wie ist es so auf diesen Turnieren? Das ist doch eigentlich für die Eltern auch immer eine Aufgabe, ne? Oder? Also ich denke mal, ohne Eltern würden die ja gar nichts machen, die Kids. Da hast du recht. Also ich glaube, ohne die Eltern würde gar nichts gehen. Ne? Aber es macht immer wieder Spaß. Ne? Aber sowas von. Ja. Mir fällt immer auf, dass die Eltern teilweise aufgeregter sind als die Kinder. Können wir kaum vorstellen. Nee, ne? Aber ich muss jetzt erstmal einmal das Pferd eintüten, ja. Bevor wir den Leckstein... Also Sie sehen, ne? Also geh mal pflichtbewusst, weil erst das Pferd, dann das Kind. So sieht das nämlich aus. So, wir gehen jetzt mal weiter. Bis später. Ne? Alles klar? Ah, hier, guck mal. Ah, der Junge da hinten. Jetzt hat er die Tür auf. Tom, wie war dein Ritt? Wir hatten kleine Differenzen auf unserem Weg. Der Übergang vom Galopp in Jog war ein wenig holprig. Da hatten wir zwar Meinungsverschiedenheiten. Ah, ja? Mein Pferd wollte galoppieren und ich nicht. Aha. Ja, das hat mir hier so einige Punkte gekostet, doch. Ja, du hast ja, das ist halt der Sport, ne? Du hast ja morgen noch einen Versuch, ne? Ja, Meisterschaft. Ja, ja. So, das liebe Publikum will bestimmt wissen, was hier drin ist. Guck, machen Sie mal einen Schwenk hier rein. Hier ist diese Equipment-Box. Das ist immer ganz toll gemacht. Da steht dann das ganze Equipment das drin. Ja, ne? So. Ja. Herrlich, was da alles drin ist. Eine Wundertüte. Und da eben die ganzen Kopfstücke und Sattel und so weiter und so fort. So, Achtung. Ja, der ist schon da. Willst du nochmal? Ja. Ah ja, da kommt gleich die Lea Finja. Dann können wir gleich nochmal ein kleines Interview mit Lea Finja und Tom zusammen machen. Brauchen wir es auf dem Kopf? So. Irgendwie eine Mütze oder so? Nee, geht so, geht so. So, ihr beiden, stellt euch da mal bitte hin. Letztes Mal, so. Lea Finja Jakobs, Tom Reulicke, ihr kennt euch auch schon ziemlich lange, ne? Ja. Ja. Wo habt ihr euch kennengelernt? Auf den Turnieren. Auf den Turnieren, ne? Ja. Ja. Und habt auch schon so einiges zusammen erritten, sage ich jetzt mal, also so an Preisen. Ja, kann man so sagen. Oder? Die diverse Schleifen waren dabei. Welche Ziele habt ihr dieses Jahr denn noch? Ja, wir fahren noch zur Gym Open. Fährst du nach Aachen? Nein. Vielleicht auch nicht. Alles klar. Also nach Aachen wird dieses Jahr nicht gefahren, aber zur Gym Open in Kreuth. Die findet übrigens statt vom 10. bis 20. September. Da sage ich schon mal, große Schatten werfen große Ereignisse werfen ihren Schatten voraus. Da werden wir uns sehen. Und ich glaube, welche Disziplin startest du da? Pleasure, Trail, Horsemanship und Showmanship. Und du, Tom? Horsemanship, Superhorse und Ranch Riding. Super, das wird bestimmt eine ganz interessante Sache, weil das ist ja das Westernreitereignis überhaupt im Jahr. Und naja, gut. Kinders, vielen Dank, dass ihr mir zur Verfügung gestanden habt. Und ich gehe jetzt mal weiter. So. Komm mal mit. Ich habe da noch jemanden gesehen. Da ist Anne. Das ist Anne. Anne, stören wir gerade? Das ist übrigens hier eine ganz große Techbox. Da hängen dann die ganzen Sachen so drin. Und die ganzen Pads und die ganzen Kopfstücke. Also das ist schon eine ganz tolle Sache hier. Also hier hängen Werte. Also das ist schon der Hammer. Anne, ja. Wie geht's dir? Fühlst du dich gut? Sehr gut. Darf ich mal reinkommen? Ja. Anne, Horsemanship? Ja. Lief gut, ne? Ja, sie war ein bisschen kuckig, aber es war okay. Ist wärmer als gestern, ne? Oh, aber nur minimal, Jens, aber nur minimal. Macht dir das zu schaffen? Ein bisschen, ja, deshalb gehe ich jetzt auch gleich erstmal was trinken. Das ist eine gute Sache. Und weißt du was? Ich gebe dir einen aus.
Perfekt. Ne? So. Ich bin nicht beim Wort. Alles klar. So, alles klar. Da musst du aber bestimmt was rausschneiden. Ne? Gut. Hier nochmal, mach nochmal einen Schwenk, reges Treiben in der Boxengasse. Ne? Gut. Alles klar. Ich glaube, damit kannst du dann was machen, oder? Ja. Gut.